und ich war ein bisschen schockiert, denn das stimmt nicht ganz, dass ich 46 bin. Ich weiß es nicht, wie Microsoft, das ist der Dienst, der das Ganze steuert, auf die 46 kommt. Aber ich habe dann überlegt, es muss ein Fehler sein und habe das Programm mit einem weiteren Bild gefüttert. Habe überlegt, ich mache zwei Dinge. Ich drehe das Bild und ja, mittlerweile hatte ich auch einen Bart. Und das Interessante und das Schockierende ist, abermals kommt die 46. Frau Hofstetter, Sie sind nicht nur Juristin, sondern auch Technikerin und befassen sich mit Algorithmen. Können Sie mir das erklären? Also die Algorithmen, die bringen eigentlich, wenn Sie so wollen, kein lineares Ergebnis. Ja, ich habe gestern einen Zettel gelesen, da stand drauf, ein Algorithmus bekommt einen Input, dann hat man einen Output. Da muss man sagen, jein. Ja? Also manchmal ist der Output eben überhaupt nicht vorhersehbar. Warum ist das so? Also diese Form von Algorithmik, von der wir jetzt hier reden, im digitalen Zeitalter, wir haben für einen anderen Begriff heute schon gehört, ist künstliche Intelligenz. Also nur künstliche Intelligenz ist in der Lage, aus Datenmassen, die völlig heterogen sind, solche neuen, relevanten Informationen abzuleiten. Also für mich mal das Allerschlimmste an diesen Informationen ist jetzt vielleicht nicht, dass ich über mein Alter oder angenommenes Alter schockiert wäre, sondern dass diese Informationen verkauft werden und Sie haben keine Ahnung davon. Also Facebook ganz konkret hat sogenannte Selektorenlisten, die kennen wir ja aus ganz anderem Zusammenhang, aber die haben wir dieses Jahr das erste Mal auf dem Tisch liegen sehen, also physisch. Und da wird es Ihnen schlecht, weil da wird aus verschiedenen Likes und Ihrem Verhalten, da werden Dinge abgeleitet. Wenn Sie das mal wirklich schwarz auf weiß sehen, da wird es Ihnen übel. Also da geht es nicht nur darum, wie kreditwürdig Sie sind, wie viel Einkommen Sie wahrscheinlich haben, sondern da geht es um Ihre sexuellen Verhaltensweisen, dass Sie lieber mit jungen Mädchen schlafen oder mit älteren Frauen. Solche Sachen stehen da drin und das wird weiterverkauft. Beispielsweise an Medienunternehmen, deutsche Medienunternehmen, die interessiert sind, ihre Kunden und Nutzer besser kennenzulernen, um die besser zu bespielen mit irgendwelchen Diensten, irgendwelchen Movies. Und das ist eigentlich das Schlimme. Und warum kommt es dazu, dass ein Algorithmus nur so ungefähr schätzt? Naja, wir arbeiten auch mit Statistik, mit besonderen Formen von Statistik, nicht mit der klassischen, traditionellen Zählstatistik, sondern mit der sogenannten Bayesian Statistik, Statistik mit Vorwissen. Und Statistik heißt aber am Ende immer, zu 67% sind sie homosexuell, wenn sie Desperate Housewives und, was war's? Desperate Housewives und Britney Spears liken, aber 34% sind sie es eben nicht. Und die Frage ist eben nur, in welcher Gruppe sind sie, wie klassifiziert sie der Algorithmus? Das heißt, der kann hier natürlich daneben liegen. Warum? Weil in diesen statistischen Verfahren inhärent eine Unschärfe steckt. Ja? Das heißt, es kann sein, dass Sie sagen, ja, 46, okay, ist in der Gruppe, bin ich da drin, aber es gibt eben mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit auch eine andere Altersgruppe, da würde ich eigentlich reingehören. Hier liegt er halt ausnahmsweise mal falsch. Das ist richtig. Das heißt also, Psychogramme sind sicherlich ein Problem und da sehen wir, das geht weit darüber hinaus, über das ich hätte vielleicht erwartet, dass mir Facebook jetzt eine Werbung für irgendeine Anti-Aging-Creme präsentiert, aber tatsächlich werden Psychogramme erstellt. Ja, und nicht nur aus diesen Likes, sondern in den USA geht man sogar noch weiter. Da werden Psychogramme auch aufgrund ihres Telefonieverhaltens errechnet. Also mit wem sie mobil, wie oft und wann telefonieren, mit ihrer Mutter. Das hat man auch in Deutschland schon ansatzweise ausprobiert bei Studenten. Also wenn sie oft am Wochenende oder abends mit ihrer Mutter telefonieren, dann gelten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als depressiv. Was Schlechtes für Studenten offensichtlich ist, demotiviert. Und diese Dinge, das ist natürlich schon so, dass wenn das festgestellt wird und es gibt dann entsprechende Entscheidungen, die auf dieser algorithmischen Einschätzung, Situationsanalyse beruhen, da kommt es dann wirklich zu massiven Einschränkungen, ihre gesundheitlichen Einschränkungen, soziale Einschränkungen, sexuelle Souveränität wird beeinträchtigt. Und das sind genau diese Punkte, um die wir hier reden, wenn wir um Freiheit sprechen. Petra Grimm, du bist Kollegin hier und befasst dich mit Medienethik, mit Kommunikations- und Medientheorie. Das ist ganz interessant, denn es gab eine Veranstaltung, den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015, und da gab es eine Podiumsdiskussion, bei der
Frau Bundeskanzlerin Merkel und du. Ihr habt diskutiert unter der Headline Digital und klug und Frau Merkel hat an diesem Tag und auch später Folgendes gesagt. Daten als Rohstoff der Zukunft, wenn wir das akzeptieren, dann dürfen wir eben nicht als erstes über den Schutz nachdenken, sondern wir müssen auch überlegen, welche Chancen bestehen darin. Die Veranstaltung heute, ist das im Grunde nicht eine einzige Innovationsbremse? Wahrscheinlich aus Sicht von einigen Politikern in Deutschland und sicherlich auch aus der Sicht von einigen Deutschen. Konzernen, das sind jetzt nicht nur die Googles dieser Welt, das muss man vielleicht auch mal sagen. Die Deutsche Post ist da auch ganz gut dabei. Kreditabschätzungsfirmen sind da auch ganz interessant, im Übrigen auch Bertelsmann und dessen Adressdateien. Also wir sollten hier schon auch gucken, dass wir das natürlich auch schon massive Interessen hier im Lande haben. Aber um das vielleicht mit aufzugreifen, Tobias, ich glaube, wir haben heute schon ganz gut klar bekommen, dass wir auf der einen Seite sowas wie einen Regulierungsaspekt, vielleicht auch einen Selbstregulierungsaspekt mitbrauchen, Stichwort Big Data Codices und so weiter, da arbeiten ja auch schon einige dran, aber vielleicht ist es etwas Grundsätzliches. Wir hatten gestern auch eine Beiratssitzung des IDES und da eben auch diskutiert, auch mit Yvonne Hofstetter, und die Frage war ja, was wäre denn jetzt eigentlich so die Vision, außer jetzt sozusagen für mich jetzt nur auf dieser regulativen Ebene? Denn ich, und auch auf der Frage der Alternative. Also ich hatte im Übrigen genau in der Diskussion da mit Frau Merkel einen Vorschlag unterbreitet, wo ich gesagt habe, das hat sie aber nicht verstanden, wir bräuchten sowas wie ein öffentlich-rechtliches Kommunikationssystem. Und da würde ich auch auf Herrn Dörr Bezug nehmen, auch nochmal auf heute. Denn heute war ganz viel schon von Meinungsbildungsrelevanz die Rede. Und die Frage ist, ob eben heute es noch ausreicht, ein Rundfunksystem zu haben, was mal berechtigterweise auch ja dafür gesprochen hat, dass wir diese Entwicklung in unserem Land genommen haben, die wir eben genommen haben, demokratisch orientiert. Ob wir nicht schon überlegen sollten, ob es jetzt noch ein Mehr braucht. Ja. Und zwar da, wo eben auch die Informationen abgegriffen werden. Das ist ja über Google, viele informieren sich ja auch über Facebook. Wenige informieren sich noch bei der ARD und bei ZDF, zumindest die jüngeren Generationen. Was nicht heißen soll, dass sie nicht mehr Fernsehen. Aber man muss das einfach mal realistisch sehen. Und das war ja auch eine Idee des Thinktanks, zu sagen, okay, wir brauchen in irgendeiner Form vom Charakter ein öffentlich-rechtliches System, was aber eben auch von der Politik unterstützt werden müsste, weil es ja dann im Grunde genommen vielleicht nach GEZ-Modell auch funktionieren müsste. Das wäre so eine Idee, vielleicht darüber hinausgehend, wenn man jetzt von diesem Ansatz ausgeht, brauchen wir wohl auch eine Art Zivilisierung und Kultivierung dieses sehr entfesselten momentanen Datenkapitalismus. Und wenn man das wiederum will, dann sind wir eigentlich auf der europäischen Ebene, weil national ist es nicht zu machen. Und dann wäre es eben über das nur soziale Kommunikationsplattform hinausgehende, wie auch Yvonne Hofstetter, glaube ich, wenn ich dich so verstanden habe, richtig meinte, eine Infrastruktur. Und da sehe ich auch eine Chance wieder auf der ökonomischen Ebene, dass man sagt, wir als sozusagen ja doch auch in der Autoindustrie und so weiter, wo ja das Datenthema jetzt gerade auch schon aktuell ist, zukünftig weiß Audi, BMW oder Daimler, wo, wann, wie ich bin, wie ich fahre, und wird sich überlegen, was es mit diesen tollen Daten alles machen kann. Auch da ist das Thema absolut virulent. Und sollten wir nicht als Europäer uns überlegen, wenn wir von unseren Werten ausgehen, ob wir nicht sowas brauchen, eben wie ein Wettbewerbsvorteil, indem wir wirklich privatheitsorientierte Technologien und Geschäftsmodelle fördern. Und ich sehe bloß leider bei vielen Politikern momentan nicht diese Idee, sondern da geht es mehr in die Richtung, wir brauchen ein zweites Silicon Valley. Und das wird es nicht sein, das werden wir niemals schaffen. Also von daher weitergedacht, ein europäisches, infrastrukturelles, öffentlich-rechtlich getragenes Wertesystem also umgesetzt. Das wäre das eine. Ja. Darf ich noch kurz nur eins ergänzen, dann höre ich auf. Das Zweite, was mir heute vielleicht ein bisschen zu kurz kam, was aber, glaube ich, wichtig wäre in diesem ganzen Agenda-Thema. Ich glaube nicht, dass wir es nur rein rechtlich schaffen werden. Ich habe mir vorhin mal kurz überlegt, ich weiß nicht, auch an Sie oder euch gefragt,
wenn wir beschließen würden, oder irgendjemand würde rechtlich sagen, Google darf ab morgen nicht mehr seine Suchmaschine anbieten oder sonst welche. Ich glaube, die Leute würden auf die Straße gehen. Es ist ein Dienst, der so viel verspricht, wo so viel auch von Bürgerinnen und Bürgerseite her positiv assoziiert wird, dass man eben jetzt, glaube ich, da doch nochmal wirklich auf der Privatheitskompetenzebene auch ansetzen muss. Also meine Idee ist, wir brauchen sehr wohl noch mehr an Aufklärung darüber, über das, was wir heute gesprochen haben, wo ich auch der Meinung bin, das ist so abstrakt, das werden Sie wahrscheinlich ganz schwer in dieser Abstraktion auch medial verbreiten können oder auch den, ich sage es, Normalbürgern klar machen können. Das heißt, wir bräuchten im Grunde genommen eine eher auch runtergebrochene, ja, Ausbildung, Bildung in Bezug auf Information darüber, was es ganz konkret heißt, wenn Big Data sich realisiert in der Form, wie wir es heute beschrieben haben. Das heißt konkret, wir brauchen Geschichten, wir brauchen das, was heute an Beispielgeschichten kam. Und anhand dieser ganz konkreten Geschichten können Menschen nachvollziehen, was das wirklich mit ihrem Leben bedeutet. Momentan ist es so, jeder sagt, natürlich ist mir Privatsphäre wichtig. Ja, natürlich, wir sprechen vom Privacy-Paradox. Aber ich handle nicht so. Ich bin trotzdem bei WhatsApp. Und warum soll ich nicht bei WhatsApp sein? Alle anderen sind es auch. Abgesehen davon, dass sie vielleicht sozial isoliert werden. Aber sie könnten ja alle zu Threema oder irgendeinem anderen Dienst gehen. Das tun sie nicht, weil sie nach wie vor der Meinung sind, das schadet mir nicht, das wird mir nicht schaden. Und an dieser Aufklärungslücke, ich glaube, da sollte man schon nach wie vor arbeiten. Und das meine ich nicht nur im Sinne von für jeden selbst dran arbeiten, sondern meine Hoffnung wäre auch, dass im Grunde genommen nochmal so ein politisches Bewusstsein entsteht, wie es damals zu Zeiten Volkszählungsurteil war, beziehungsweise Volkszählung, das ist meine Jugend mehr oder weniger war, wo wir wirklich empört waren, dass die unseren Namen und unsere Adresse abfragen wollen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, nur wenn die Bürgerinnen und Bürger wirklich davon überzeugt werden, das ist für sie nicht gut, was da zum Teil passiert, wären sie auch bereit, stärker auf die Politik einzuwirken. Und das würde vieles in Gang setzen, auch in Richtung Gesetzgebung. Also vielleicht vor allem also Privatheitskompetenz als ein Punkt und der andere vielleicht Privacy made in the EU als echtes Gütesiegel, als auch weltweit vielleicht anerkanntes. Gütesiegel. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, das liberale Gewissen der FDP, das fand ich sehr schön. Aber zugleich, und darauf weisen Sie zu Recht immer darauf hin, dass Datenschutz eine überparteiliche Angelegenheit ist. Wenn man die Netzpolitik sich anschaut, dann empfinde ich das immer sehr, sehr interessant, dass die zum Teil, man hat zumindest den Eindruck, in Clubs entsteht. Das sind immer dieselben, die netzpolitisch sehr engagiert sind, die zum Teil auch sehr technikaffin sind, die bemerkenswerterweise auch innerhalb der Parteien sich auch über die Parteien zum Teil sehr einig sind, innerhalb ihrer Clubs, dann aber mit den bestehenden Strukturen der Partei da zum Teil nicht so ganz konform sind. Und Konformität, Sie haben ja auch letztlich aus Gewissensgründen Ihren Rücktritt erklärt. Sie, glaube ich, das hat man Ihrem flammenden Vortrag sehr deutlich entnommen, sprechen sich für mehr Regulierung aus. Wie verträgt sich das eigentlich mit liberaler Politik? Liberale Politik heißt ja nicht, dass jeder mit seiner Macht alles das machen können soll, was er meint, was ihm nützt, ohne Rücksicht darauf, wie es sich auf andere auswirkt. Deshalb heißt ganz klare liberale Wirtschaftspolitik, dass ich Rahmen brauche. Kartellrecht ist vollkommen unstreitig, Wettbewerbsrecht ist vollkommen unstreitig. Und jetzt haben wir eine Digitalisierung, die wirklich alle Lebensbereiche durchdringt. Und da ist es selbstverständlich, dass es dafür auch einen Rahmen geben muss, weil nur mit Selbstverpflichtung wird es nicht gehen. Aber es wird auch nicht alles durchreguliert werden können bis zum Letzten. Deshalb teile ich Ihre Auffassung, dass da viele Komponenten natürlich zusammenkommen müssen. Auch wie versetzen wir, und zwar mit einer breiten Bewegung, natürlich mit ganz konkreten Erfahrungen aus dem täglichen Leben, möglichst viele in die Lage, sich so zu verhalten, dass sie mit dem, was sie selbst machen können, was aber nur begrenzt wirken wird, dass sie da auch für sich wissen, wie gehen sie möglichst, wenn sie es wollen, auch datenschützend, Privatsphäre schützend, mit dem um, was sie an Angeboten nutzen. Und das ist heute nicht so, dass das jeder kann.
Und natürlich machen Liberale auch Verschlüsselungspartys, Kryptopartys und alles Mögliche. Ja, aber fragen Sie doch mal, wer ist in der Lage, und ich kann nicht beurteilen, wie weit das überhaupt reicht, aber wer ist denn in der Lage, mal schnell zu sagen, wie Konstanze Kurz, sie wechselt alle 3 Tage ihre Verschlüsselungssoftware. Ja, das kann doch kein normaler Mensch. Wer benutzt denn Tor? Wie geht das denn? Wie kompliziert ist das und wie weit, sag mal, greift es auch, wenn ich E-Mails schicke und ich habe keine End-zu-End-Verschlüsselung? Aber da gibt es doch noch ganz viele Dinge, wo man selbst mehr machen kann, wo aber auch noch eine verbesserte Infrastruktur da sein muss, damit man das machen kann. Und ich denke, das gehört ganz klar zu gewissen Regularien, und es ist ja eigentlich eine Fortentwicklung bestehender Richtlinien, Datenschutzrichtlinie von 95 in der EU, auf die heutige Zeit. Wir fangen ja nicht bei Null an, aber man muss einfach sehen, die Entwicklung ist eben über vieles hinweggegangen, und von daher gehört für mich Teilhabe an der Marktwirtschaft, Wettbewerb, zu dem gehört auch ein vernünftiger Rahmen, der trägt, dass jeder auch in der Lage ist, dass eben nicht bewusst die Rechte anderer verletzt werden, so anders auszudrücken. Und die Datenschutzgrundverordnung, die so langsam am Horizont sich ganz langsam abzeichnet, in Kraft treten tatsächlich dann frühestens 2018, wenn alles hinhaut. Glauben Sie, die ist fit für Algorithmen und Big Data? Also die ist für einige Punkte ganz gut, es ist eine Verbesserung, aber ich glaube, sie wird, so wie es im Moment sich abzeichnet, für manche Bereiche einfach etwas zu schwach und zu ungenau sein. Also um es mal ganz vorsichtig zu bewerten. Das heißt, Sie wünschen sich da mehr? Ich würde mir bei manchen ein bisschen klarere Anforderungen wünschen, weil es nützt doch nichts, wenn wir wieder Regelungen haben, wo dann alle Professoren dieser Welt erstmal wieder anfangen, Gutachten zu schreiben, wie denn dieser Begriff zu verstehen ist. Da haben wir 5 Juristen, 8 Meinungen und der Nutzer, ja, wie soll der dann konkret wissen, was das denn für ihn bedeutet? Also wie ist das eben mit der Weiterverwendung von Daten? In was willige ich ein, wenn da was steht zur Zweckbindung? Ja, da möchte ich doch konkret Bescheid wissen. Wenn ich einwillige darin, dass für eine Krankenversicherung meine Daten, die ich über meine Wearables, über meine Gesundheit, über eine Fitnessplattform, da gibt es ja ganz, ganz viele von, vermittele, ja, dann hoffe ich als Kunde, dass ich einen günstigen Versicherungstarif bekomme. In dem Moment, wo ich mich nicht mehr so toll verhalte, wie diese ersten Daten vermuten lassen, bekomme ich natürlich einen höheren Versicherungstarif. So, ich denke, man muss den Bürgern gegenüber klar machen, vielleicht einen Vorteil für ein Jahr und hinterher hohe Kosten und eine Zerstörung eines Versicherungssystems, das eben allen irgendwo eine Absicherung ermöglichen soll, ist doch etwas, über das muss eine Gesellschaft reden. Kann man doch nicht einfach nur sich entwickeln und disruptiv zerstören lassen, sondern da muss man doch Elemente erhalten, dass am Ende, denn es geht ja auch um Gerechtigkeit, dass jeder noch die Chance auf einen Versicherungsschutz hat und nicht nur 10% für einen individuellen, den können sich 10% leisten und die anderen 90% haben vielleicht noch eine gewisse Grundversorgung, aber im Zweifel nichts Greifendes. Dann machen wir das, was in Amerika versucht wird, von Obama ein Stück weit zu beheben, und da finde ich, das ist einfach zu schade, das aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, vielleicht direkt dazu, Frau Hofstetter, weil das würde ich vorziehen, weil sie um Punkt 5 Uhr leider gehen muss. Und auf nur ganz 2 kurze Kommentare zur Frage zuvor. Die Parteien und die Clubs. Die Digitalisierung hat Zerstörungspotenzial für unsere gesamten Gesellschaftsstrukturen. Parteien haben wir ja auch im letzten Jahrhundert etabliert in der Verfassung, die dienen der Willensbildung des Volkes. Tatsächlich beobachte ich aber jetzt, dass sich außerhalb dieser normalen Parteienlandschaft durchaus aus der Zivilgesellschaft Gruppen formen, und zwar viele Gruppen formen, die sehr gemischt sind, interdisziplinär besetzt sind, die sich Gedanken machen, wie könnte denn unsere digitale Verfassung im 21. Jahrhundert ausschauen? Was legen wir denn dem Europäischen Parlament vor, damit wir eine Resolution erwirken können, damit also unsere Vorstellungen, grobe Vorstellungen, die wir haben, unsere Ideen mal eingekippt werden in den dann demokratischen Prozess, damit wir das neu umformulieren. Also wir brauchen uns hier nicht mehr notwendigerweise auf die Parteien verlassen. Hier tut sich außerhalb der Parteienlandschaft extrem viel. Das macht mir wahnsinnig Hoffnung. Das ist das eine. Und das zweite ist, inwieweit kann ich regeln?
es ist ganz klar, die Gesetzgebung ist die schärfste Waffe in der Demokratie. Die müssen wir einsetzen. Die wird aber unter Umständen nicht ausreichen, weil wir natürlich in der Technologie extrem viel schneller sind. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, ob wir nicht eben technologische Regulierung einbauen. Wir haben ja darüber schon gesprochen, also Privacy by Design, bestimmte Konventionen. Es gibt ja auch hier schon konkrete Vorlagen. Der Hochfrequenzhandel, der Maschine-zu-Maschine-Handel in den USA ist 2006 ausgelöst worden durch eine rechtliche Vorschrift. Den gab es vorher gar nicht. Eine rechtliche Vorschrift hat den Hochfrequenzhandel ausgelöst. Jetzt haben wir ihn nicht mehr unter Kontrolle. Aber diese rechtliche Vorschrift hat die Geschwindigkeit des Maschinenhandels überhaupt nicht im Blick gehabt. Und das bedeutet eins, die Digitalisierung hat bestimmte Eigenschaften, die wir rechtlich auf analogem Wege, nämlich ich setze eine Aktion und habe ich einen Effekt, nicht mehr regeln können. Weil nämlich, das habe ich bei dem Vortrag erklärt, wir den kybernetischen Regelkreis haben. Das heißt also, ich setze einen Stimulus, einen gesetzlichen Stimulus und dann erwarte ich eine Antwort meines Systems. Aber die Antwort kann unter Umständen in der Digitalisierung komplett anders ausfallen. Die kann komplett nicht linear sein. Da kommt unter Umständen ein komplett anderes Verhalten des Systems raus und zurück, als das, was ich eigentlich erreichen wollte durch meine gesetzliche Vorschrift. Das müssen wir mit bedenken und das können wir unter Umständen nur dann in den Griff bekommen, wenn wir eben auch hier technologisch eingreifend regulieren. Also im Grunde genommen auch die Technologen anhalten, sich gewisse Dinge zu überlegen, einfallen zu lassen, um unser gesamtes Rechtssystem, unser Verfassungsverständnis zu schützen. Und es gibt ja schon so und so viele wirklich gute Lösungen für mehr Privacy. Sie werden halt einfach nicht eingesetzt, weil im Moment sie auch keiner bezahlen will. Diese Idee, alles ist kostenlos, wurde uns ja auch eingeimpft durch Silicon Valley. Und ja, wir haben eigentlich bessere Möglichkeiten, Schutz der Privatsphäre, mehr Security. Aber niemand ist bereit, das zu bezahlen. Wir wollen alles kostenlos. Also vor allem Pseudokostenlos. Ja. Also vor allem als Lösung auf technische Ansätze setzen. Privacy by Design ist ja eine Möglichkeit, wie sie auch in der Datenschutzgrundverordnung natürlich eine Rolle spielt. Weil wir bei den Juristen waren, lieber Dieter Dörr, Medienrechtler, ausgewiesener Medienrechtler. Du hast gesprochen über Informationsintermediäre. Nun sind die ja zumindest in unserer Rechtsordnung grob, sie kommen zumindest vor. Also wir unterscheiden Access Provider, Host Provider, es gibt auch die Content Provider. Diese Unterscheidung ist, man wundert sich da, auch schon eine sehr alte im Grunde, die sich nicht unbedingt geändert hat. Und gerade die Frage der Suchmaschinenregulierung wurde immer wieder diskutiert, immer wieder vergeblich diskutiert. Und glaubst du, dass dieses System, wie wir momentan haben, mit diesen verschiedenen Stufen, Access Provider, muss man das müssten neue Vorschriften das noch feiner aufdröseln oder müsste man es eher abstrakter regeln, um sich nicht in zu komplexen technischen Vorschriften zu verlieren, weil man gewisse Dinge einfach nicht immer bis ins Kleinste regeln kann? Also die Regelung über die Verantwortlichkeit von Informationsintermediären, die haben wir ein Stück weit. Das betrifft aber nur die Verantwortlichkeit. Das betrifft nicht das, was ich zusätzlich angesprochen habe, nämlich den Einfluss von Informationsintermediären auf die Meinungsbildung, den potenziellen Einfluss, der auch deshalb eine für mich immer größere Rolle spielt, weil die dahinterstehenden Anbieter eben nicht nur Informationsintermediäre sind, sondern auch Inhalteanbieter, die eben ihre Geschäftsfelder umfassend ausbauen. Das zum Ersten. Zum Zweiten bin ich mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger entschieden der Ansicht, dass der Gesetzgeber immer besser fährt, wenn er allgemeine Regelungen schafft. Das schafft natürlich gewisse Rechtsunsicherheiten, die dann eben durch die Rechtsprechung durch Auslegung geschlossen werden müssen. Aber gerade das Kartellrecht zeigt das. Das Kartellrecht ist mindestens so unbestimmt wie unser Medienvielfaltsicherungsrecht. Aber die Rechtsprechung und das Bundeskartellamt vermag damit sehr gut umzugehen und übrigens auch neue Phänomene zu erfassen. Also man sagt dann, wir entwickeln eine Idee, dass
wir doch marktübergreifende Effekte haben und deshalb wird dann doch eine Marktstellung auf dem einen Markt durch marktübergreifende Effekte in einem anderen Markt, das war die Springer ProSieben-Entscheidung, ein Stück daraus, sagen wir, wird verstärkt und können damit unser Recht einsetzen. Das ist das Zweite. Also wir brauchen allgemeine Regelungen. Das Dritte ist aber, und da bin ich entschieden der Ansicht, dass wir das brauchen, wir brauchen im Medienrecht eine Regelung über Informationsintermediäre. Und zwar eine besondere Regelung. Man kann darüber streiten, ob wir die zunächst einmal nur für Suchmaschinen vorsehen oder weitergehen. Wir haben vergleichbare Regelungen für Kabelnetzbetreiber, also für Plattformen, wie wir das nennen. Aber die erfassen nicht diese neuen Phänomene. Und darüber ist es des Nachdenkens wert. Ich kann mir da bestimmte Regeln schon vorstellen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben das ja auch mit aufgegriffen und haben gesagt, wir kommen um eine gewisse Offenlegung von Algorithmen nicht herum. Also wir müssen Kontrollinstanzen haben. Das sollten wir in einer eigenen Regelung machen, die an die Plattformregelung anknüpft. Das wäre mein Vorschlag. Ich habe dazu auch durchaus schon konkrete Vorstellungen entwickelt, die mit Sicherheit nicht nur auf Zustimmung stoßen werden, weil natürlich damit auch Unternehmen belastet werden. Das sehe ich auch, aber wir müssen ja sehen, mit den Daten werden ja auch ungeheure Geschäfte gemacht. Das ist, wir bezahlen ja mit unseren Daten. Sie haben das ja. Sie müssen mich nicht anschauen, Gott sei Dank, weil wir verarbeiten keine Humandaten. Also nein, nein, ich schaue Sie an, weil ich weiß, dass Sie immer auf diese Gefahren hinweisen. Ja, sozusagen als diejenige, die das viel besser beurteilen kann und die das an vieler Stelle, ich habe ja auch schon das Vergnügen gehabt, dabei zu sein, vorgetragen haben. Deshalb brauchen wir diese Regelung auf jeden Fall. Also wir brauchen nicht nur die Haftungsregelung. Die sollten wir gar nicht versuchen, zu detailliert zu machen, sondern eher sie so zu gestalten, dass wir auch neue Phänomene darunter fassen können. Und da ist es mir egal, ob man die unter die eine oder die andere Regelung erfasst. Jedenfalls kann man damit eine gewisse Haftung erzielen. Aber wir brauchen auch echte medienrechtliche Regelungen. Also bei der Vielfaltsicherung und eben Regelungen, die den Zugang, den diskriminierungsfreien Zugang sichern. Die also sicherstellen, dass eben die Computerprogramme nicht manipulativ ablaufen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Mit der Begrifflichkeit der Intermediäre, wenn man das jetzt ganz ernst nimmt, was du sagst, lügen wir uns doch in die Tasche. Das sind Medien. Das sind Google, Medien. Warum arbeiten wir überhaupt noch mit dieser Begrifflichkeit? Weil die signalisiert ja, das ist nur jemand, der durchleitet und mit dem Inhalt hat er eigentlich nur sehr bedingt was zu tun. Das stimmt ja nicht. Das ist, ich kann dir nur zustimmen, das ist richtig. Ich habe jetzt den Begriff verwendet, weil der auf der europäischen Ebene gerne verwendet wird. Wobei die europäische Ebene neuerdings auch den Begriff Plattform verwendet und darunter alles fasst. Also wir verstehen unter Plattform nur einen sehr begrenzten Bereich. Die europäische Ebene, die ist auch gerade dabei, eine ganz wichtige Regelung zu reformieren, nämlich die AVMD-Richtlinie, die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste. Und die Hauptdiskussion geht darum, bezieht man die, jetzt nenne ich sie nochmal Informationsintermediäre, also die Informationsvermittler, die aber mehr tun als nur durchleiten, die bewerten, die eigene Inhalte haben, bezieht man die in die Regelung ein oder bezieht man sie nicht ein? Mein Plädoyer ist, man muss sie einbeziehen. Auf jeden Fall muss man sie einbeziehen. Das ist aber noch kein Konsens. Deutschland schlägt inzwischen, das hat mich übrigens überrascht, eine Einbeziehung vor. Es gibt eine Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland, eine begrenzte Einbeziehung. Nur wenn im Vordergrund Audiovisuelles steht, was ich nicht für sehr glücklich halte, weil man so gar nicht mehr trennen kann. Da bleibt man ja hinter dem EuGH zurück, denn der EuGH hat jetzt den Begriff im Vordergrund Audiovisuelles ziemlich weit ausgelegt. Also man muss dazu sagen, unter die Regelung der AVMD-Richtlinie fallen nur audiovisuelle Angebote.
Und Presseunternehmen sagen immer, unsere Internetangebote sind ja nicht audiovisuell. Da sind zwar auch viele Bilder drin, aber nicht vorrangig audiovisuell. Und der EuGH hat in einer ganz neuen Entscheidung dies sehr differenziert bewertet. Der hat gesagt, es kommt auf das einzelne Angebot an, nicht darauf, dass das von einem Presseunternehmen stammt. Und wenn ein Presseunternehmen eben audiovisuelle Angebote macht, warum soll das nicht den gleichen Regelungen unterliegen wie ein Fernsehunternehmen? Es ist nicht gerechtfertigt, dass dann ein Presseunternehmen anderen Jugendschutzmaßstäben unterliegt oder anderen Werbemaßstäben und so weiter. Also insoweit würde ich die AVMD-Richtlinie noch weiter öffnen. Und ich meine ganz mit deiner Auffassung, das sind inzwischen richtige Medien. Das sind Konkurrenten zu den klassischen Medienanbietern. Und zwar ganz starke Konkurrenten, nicht schwache Konkurrenten. Die sind, wenn Sie diese Anbieter vergleichen, sind die sehr viel marktmächtiger als ProSieben, Sat1, Media AG oder die RTL Group. Es sind ja nicht nur Medien. So, ja. Es ist ja sozusagen, wenn man dann weiterdenkt, Sie sind mehr oder weniger im Auto drin. Ja. Ja? Sie sind dann als Thermostat in meinem Schlafzimmer drin. Sie sind überall. Also insofern ist fast Medien noch zu klein gegriffen. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, wenn wir jetzt über Big Data reden, wir haben immer noch so die Medien, Facebook, Google, jetzt im eigentlichen Sinn oder WhatsApp im Kopf. Aber es ist ja eigentlich unsere ganze Umwelt. Es ist sozusagen mehr oder weniger überall, wo wir sind. Von daher müsste man fast noch über dieses Mediale hinausdenken. Das heißt also, wir sprechen einfach nur von Regulierung des digitalen Raums. So würde ich sagen, ja. Wir waren gerade auf der europäischen Ebene und da sind wir dann auch schon bei dem stellvertretenden Vorsitzenden des Europäischen Medienrechtsinstituts. Herr Ukro, glauben Sie, dass der Prozess, der jetzt angestoßen wurde, ein Update der AVMD-Richtlinie, schon sehr sperrig klingt, wird das der große Wurf? Oder es wird ja noch an anderen Stellen geschraubt im europäischen Bereich. Auch das Telekommunikationspaket, auch da Netzneutralität, Suchmaschinenneutralität, könnte man drüber nachdenken. Auf welcher Ebene, wenn man in Paketen denkt, glauben Sie, tut sich da am ehesten was? Also, wie Sie zu Recht darstellen, gibt es momentan an verschiedenen Baustellen auf europäischer Ebene Überlegungen zu einer Reform. Was man eigentlich vermisst, ist, dass man eine Gesamtschau dieser Baustellen vornimmt und auch sich bemüht, an diesen verschiedenen Baustellen Vernetzung stärker vorzunehmen, als das bislang der Fall ist. Das Internet heißt Internet, weil es international ist und weil es vernetzt. Und genauso wie der Akteur Internet, ich nenne es jetzt mal so, so aufgestellt ist, muss es eigentlich vernünftigerweise auch eine Regulierung sein. Und da vermisst man bei beiden Bestandteilen halt eben bislang halt eben entsprechende Ansätze und ich sage es auch mal in der Runde ganz offen, an vielen Stellen auch entsprechenden Mut. Ich meine, wenn man den Mut hätte für Innovation im Bereich der Regulierung, den man an Mut hat für Innovation im Bereich von Geschäftsmodellen, wäre man vielleicht an vielen Stellen weiter, als wir es heute sind. Bei der AVMD-Richtlinie ist meine Wahrnehmung, auch mit Blick auf die Äußerungen von der Digitalkommissar Oettinger, dass er an der Stelle möglichst rasch auch zu einem Ergebnis im Rahmen seiner Konzeption digitaler Binnenmarkt kommen will, dass man wahrscheinlich den Anwendungsbereich dieser AVMD-Richtlinie nicht sehr stark erweitern wird. Ich meine, es war die AVMD-Richtlinie selbst ja schon mal ein Fortschritt gewesen im Vergleich zur früheren ausschließlich auf das Fernsehen bezogenen Regulierung auf europäischer Ebene, dass wir jetzt alle die Phänomene, die wir heute im Laufe des Tages in Bezug auf Internet, Intermediäre, um nochmal den Begriff aufzugreifen, als Risikopotenziale aufgezeigt haben, in dieser AVMD-Richtlinie geregelt bekommen, glaube ich persönlich nicht. Was den Themenkomplex Netzneutralität betrifft, sage ich mal, müssen wir natürlich auch aufschauen, aufpassen und aufschauen. Auch auf das, was hier halt eben auch ansteht. Die Netzneutralitätsverordnung soll jetzt sozusagen mit Leben gefüllt werden, im Wesentlichen durch ein Tätigwerden von Regulierungsbehörden im Bereich der Telekommunikation.
damit ist per se natürlich keineswegs gewährleistet, dass Pluralismus-Sicherung im Bereich der Netzneutralität gewährleistet ist. Ich meine, das beim EMR mache ich ehrenamtlich, hauptberuflich habe ich eigentlich einen anderen Hut auf, aber bei der Landesmedienanstalt Saarland. Wir haben vor 10 Tagen eine Gesamtkonferenz der Medienanstalten gehabt, findet einmal im Jahr statt, da treffen sich die Direktoren und die Gremienvorsitzenden. Und das war das zentrale Thema bei unserer Konferenz. Wir müssen sicherstellen, dass dieser Vielfaltsblickwinkel, dieser Vielfaltsgesichtspunkt auch auf europäischer Ebene bei den jetzt anstehenden Teilarbeiten in Sachen Netzneutralität effektiv und vernünftig eingebracht werden kann. Das bedeutet für uns im innerstaatlichen Raum, wir müssen sicherstellen, dass die Bundesnetzagentur, die in der entsprechenden Regulierungsbehörde auf europäischer Ebene die Interessen der Bundesrepublik Deutschland wahrt, Vielfaltsgesichtspunkte in ihre Entscheidungsfindung, in ihre Positionierung auch einbindet. Ein ganz zentraler Punkt. Genauso wie ein zentraler Punkt auch sein wird bei einem anderen Paket, das momentan ansteht, der Reform im Bereich des TK-Sektors der EU, dass auch hier nicht sozusagen Chancen für Vielfalt eingeschränkt werden, die wir derzeit noch haben. Wir haben ja schon seit Jahren eine relativ intensive Debatte darum, wie eigentlich Frequenzspektrum verteilt wird. Da gibt es eine sehr offensive Positionierung von Mobilfunkern nach dem Motto, eigentlich brauchen alles wir das. Ob das tatsächlich so ist, da kann man ein Fragezeichen anmelden. Wenn man nämlich dann bei dem Mobilfunk mal nachfragt, wofür eigentlich, kommt man da gelegentlich halt eben in der Situation, dass die halt eben da die Antwort verweigern, weil ihnen eigentlich gerade nicht über einfällt, wofür sie es eigentlich auf Spektrum brauchen, mit Blick auf die Dienste, die sie anbieten. Aber die Debatte läuft fort. Und es ist zwar einerseits schön, wenn Rundfunkangebote auch auf anderen Wegen ausgespielt werden können, die heute auch im Laufe des Tages angesprochen worden sind, Stichwort Internet, Stichwort IP-Netze, aber es ist natürlich noch sinnvoller im Interesse einer Absicherung des Prozesses individueller und öffentlicher Meinungs- und Willensbildung auf klassischem Rundfunkwege und die Bedeutung, die fortdauernd, da hat Dieter Dörr vorhin ja auch doch mal angesprochen, wenn auch hier die Netze halt eben insoweit weiterhin so konfiguriert sind, dass es hier einen bestimmten Bereich halt eben gibt, wo tatsächlich auch der Rundfunk, auch der Entwicklungsperspektive auch weiterhin hat. Also insofern, es laufen momentan mindestens 3 Baustellen halt eben, oder 4 sogar halt eben auf europäischer Ebene parallel, die alle Berührungspunkte mehr oder weniger intensiv mit dem Rundfunk, mit Pluralismussicherung haben, aber wir bräuchten eine Vernetzung. Wir bräuchten sie eigentlich auch mit Blick auf die Grundrechtecharta, die bereits angesprochen wurde. Das heißt also, Regulierung muss smarter werden, muss konvergenter werden. Ja. Und muss zum Teil auch ihre Pflicht wahrnehmen, die Sie in Ihrem Vortrag ja auch sehr schön, die grundrechtlich implizierte Pflicht hier zur Regulierung. An dieser Stelle würde ich, bevor ich die nächste Frage stelle, jetzt bereits die Diskussion öffnen und das Publikum herzlich einladen, dass wir zusammen überlegen, wie kann diese Regulierung grundsätzlich aussehen? Bedient man sich der Mechanismen der Selbstregulierung? Schafft man Anreize? Braucht man harte Normen? Oder brauchen wir vielleicht einen Baukasten und in bestimmten Teilen bedienen wir uns eines Werkzeugs? Wie machen wir es am besten? Wie gesagt, also das Publikum hat jetzt jederzeit auch das Recht zu intervenieren. Und hier frage ich auch offen in die Runde, wer dazu etwas sagen möchte. Also ich sage ganz deutlich, wir brauchen auch die staatliche Rechtsetzung. Da bin ich ganz bei Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Wir dürfen nicht allein auf Selbstregulierung setzen, aber wir dürfen auch nicht nur auf staatliche Regulierung setzen. Also wir brauchen ein Modell, wie das Hoffmann-Riem nannte, der regulierten Selbstregulierung oder wie die Europäer das nennen, der Koregulierung. Aber der staatliche Rahmen muss gesetzt werden. Und da knüpfe ich jetzt an meinen Freund und Kollegen Karl Eberhard Heyn, der gesagt hat, als die Diskussion lief, privatisiert alles, schafft staatliche Regulierung weitgehend ab, das ist ja gar nicht lange her, die Ergebnisse haben wir dann auch gesehen und dann hat keiner mehr gewusst, dass er eigentlich das immer gefordert hat.
der hat gesagt, bring the state back, also bring den Staat zurück. Wir brauchen einen starken Staat und zwar genau aus der Gewährleistungsverantwortung. Wir haben heute hohe Herausforderungen und hohe Gefährdungen von bestimmten Rechten durch mächtige, nichtstaatliche Organisationen, auch grenzüberschreitend. Das ist ja was ganz Neues. Wir haben heute globale Unternehmen, die auf der einen Seite viele Vorteile mit sich bringen, aber auf der anderen Seite auch Grundrechtsgefährdungen mit sich bringen. Gerade was die Privatsphäre betrifft, gerade was unsere Freiheitsrechte betrifft. Und da ist der Staat in einer Gewährleistungsverantwortung, da muss er regulierend tätig werden. Und zwar nicht nur der Nationalstaat, sondern da brauchen wir ganz stark auch die europäische Ebene. Und auf der anderen Seite brauchen wir Ergänzung durch Koregulierung. Das funktioniert ja in manchen Bereichen auch durchaus gut. Solche Modelle gibt es ja, wenn auch natürlich die Regelungen überholt sind, etwa im Jugendmedienschutz. Die Regelungen sind inzwischen längst in der analogen Welt. Wir müssen die inhaltlichen Regelungen ändern. Aber da hat man so ein Modell eigentlich ganz geschickt gemacht. Man hat nämlich gesagt, wir geben bestimmte Dinge vor, die können ausgefüllt werden durch Selbstkontrolleinrichtungen, aber die Selbstkontrolleinrichtungen müssen auch bestimmten Anforderungen entsprechen, und zwar ziemlich hohen Anforderungen. Das halte ich auch für richtig. Das wäre so mein Modell, was ich vorschlagen würde, aber wir brauchen unbedingt auch den Gesetzgeber. Der darf sich seiner Verantwortung nicht entziehen. Der Gesetzgeber muss auch zum Schutze der Grundrechte tätig werden. Also dann kann ich nur mit zustimmen, weil das erinnert mich ja ganz damals an diese Gewaltdiskussion, wo das ja aufkam, dass die FSF sich damals bildete. Da war auch seitens des Gesetzgebers die Androhung, wir machen noch schärfere Gesetze, wenn ihr jetzt nicht endlich mal auch von eurer Seite Kriterien entwickelt, wie das eigentlich mit der Gewalt im Fernsehen aussehen sollte. Und das hat ja dann auch funktioniert. Ich würde noch gerne noch einen zusätzlichen Gedanken mit reinbringen. Die Frage immer noch mal, was ist dieses Internet oder vernetzte Weltsystem? Es ist ja auch etwas, was sozusagen heute existenziell ist. Also deshalb sehe ich da auch noch mal sozusagen den Staat in der Verpflichtung, aber natürlich auch die entsprechenden Unternehmen. Das Internet ist heute so wichtig wie unsere Straßen, wie unser Strom, wie unser Wasser. Und ich bin auch in diesem Bereich eigentlich ein Gegner von Privatisierung. Das sind öffentliche Güter und die sind existenziell. Also insofern sehe ich auch hier eine Verantwortung, dass eben auch auf dieser Ebene, genau dort, wo sozusagen diese existenziellen Bereiche tangiert sind, das nicht sozusagen einem entfesselten Kapitalismus überlassen werden darf. Wir brauchen eine Kultivierung und eine Zivilisierung dieses Bereichs, weil momentan ist es eine starke Monopolisierung und es ist aus meiner Sicht heraus auch nicht so richtig absehbar, dass wir es wirklich über das Rechtliche allein hinbekommen, wenn da der politische Wille nicht stark genug ist, es auch umzusetzen. Und ich meine, Frau Leuthäuser-Schnarrenberg ist eine glorreiche Ausnahme in diesem Bereich, aber ich sehe momentan einfach von Seiten der deutschen Politik nicht sehr viele Köpfe, die sich für sowas bereitwillig engagieren wollen. Vielleicht eher auf EU-Ebene, aber jetzt nicht im nationalen Bereich so stark. Und das wäre wieder auch ein Punkt, wo ich sage, wir müssen einfach auch noch weiter überlegen, zum Beispiel eine Hochschule wie hier, die Hochschule der Medien, die ist sehr nah dran an dem Thema, was kann man sich für Konzepte überlegen, zum Beispiel auf virale oder über soziale Medien das Thema einfach ein bisschen mehr nach vorne bringen und was wären auch sozusagen Anspracharten, um diese ganze Thematik auch bürgernäher zu gestalten. Das ist das eine. Und das Zweite, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ich bin schon auch der Meinung, wir müssten es auch implementieren im Bereich der Schulen. Auch dort ist das Thema überhaupt nicht verankert und wir haben ja zusammen mit ClickSafe dieses Modul zu Big Data aus medienethischer Sicht gemacht, was eben an Lehrerinnen und Lehrer gewandt ist, um mit Schülern überhaupt mal das Thema anzugehen, weil dort gibt es auch noch das Thema der Bildungsferne oder sagen wir mal Schichten, die noch nicht ganz so nah mit dem Thema vertraut sind, die sich noch viel schwerer tun, sich vorzustellen, dass es solche Konzerne gibt, wie
das tolle Apple und das tolle Google-Angebot, dass da auch noch irgendwas problematisch sein könnte. Da gibt es überhaupt noch nicht genügend Aufklärung und Informationen. Wir müssen uns einfach immer bewusst machen, wir sind hier eine gewisse Elite, wir sind sozusagen Experten in diesem Bereich, aber das ist nicht weit verbreitet, dieses Wissen. Wir können da nicht so einfach von ausgehen, dass das schon selbstverständlich ist. Und da klaffen momentan die Wissensbestände und dementsprechend aus meiner Sicht auch die politisch fatale Situation, die resultiert daraus, dass das nicht so ein Thema ist, wie vielleicht Fukushima war. Ja? Also wir brauchen vielleicht auch einen GAU oder was auch immer, aber im Grunde genommen... Gab es doch, das hilft ja auch nicht. Das hilft ja auch nicht, es muss jemand sterben. Wir haben die NSA gehabt, aber das hilft auch nichts. Ja. Nein, weil auch dann der nächste Spruch kommt im Sinne von, ich habe auch nichts zu verbergen, ich bin kein Terrorist. Also und damit ist die Sache erledigt. Also die weiteren Folgen sind nach wie vor nicht für die Menschen greifbar. Ich wollte gerne Wolfgang Gründen, früher SWR, jetzt Rentner. Ich habe in Medienethik und Medienpädagogik auch publizistisch gearbeitet. Ich möchte aus Sicht der Medienpädagogik mal Folgendes sagen. Die Medienpädagogik setzt sich sehr stark ein, soweit sie organisiert ist, für eine Medienbildung für alle. Ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiges Thema ist, das aber unterschätzt wird. Ich habe auch hier auf der Tagung festgestellt, leise Kritik, dass der Begriff der Medienkompetenz, wie er modern von der Pädagogik vertreten wird, weit unterschieden ist von dem, was hier als Inhalt von Medienkompetenz beschrieben wurde, nämlich die Bedienungskompetenz an Geräten. Medienpädagogik ist sehr viel weiter und ist moderner geworden, unglaublich moderner geworden in den letzten 30 Jahren. Also Einsatz für die Medienbildung halte ich für außerordentlich wichtig. Das ist anschlussfähig an das, was wir hier gesagt haben. Dann ein anderer Punkt aus Sicht der Medienethik jetzt. Ich möchte nochmal sehr unterstreichen, was hier gesagt worden ist, vor allen Dingen von den beiden Damen, zur Menschenwürde. Die Menschenwürde sollte als zentrales Element in all unsere Überlegungen aufgenommen werden. Sie ist historisch belegt, spätestens seit dem Humanismus, dem europäischen Humanismus. Einer, der auf Mallorca begraben ist, ein Ordensmann, Raimund Lull, hat diesem Denken die erste Formulierung gegeben. Und ich habe auch in einem Aufsatz in einem neuen Buch in der Reihe Medienethik dieses Hauses und dieses Institutes dazu einiges geschrieben. Kann ich zum Lesen empfehlen. Vielen Dank, das ist ein sehr wertvoller und Beitrag, das ist noch, richtig. Noch ein Punkt, dieser Punkt Menschenwürde ist anschlussfähig in eine Konzeption, die man von Europa hat. Dass Menschenwürde, zumindest nach dem deutschen Konzept, zumindest die Begrifflichkeit spielt auch durchaus eine Rolle in der Grundrechtecharta, aber ja, das ist vielleicht ein Exportschlager aus Deutschland, die Menschenwürde. So sehe ich das auch. Ja. Das, vielen Dank, Herr Wunden. Ich glaube, hier vorne gab es noch eine Wortmeldung von Herrn Flexig. Ja, vielen Dank. Ich habe aus der Diskussion heute Morgen mitgenommen, dass das Datenschutzrecht im Mittelpunkt steht und heute Nachmittag mit Dieter Dörr die Frage der Informationsmedien, wenn ich mal so allgemein formulieren darf. Ich habe aber auch mitgenommen, dass mehr und mehr doch der Access Provider in den Mittelpunkt des Interesses rückt und auch in den Mittelpunkt der Verantwortung. Ich habe Frau Grimm Sie so verstanden, ein absolutes Abschalten sozusagen, Google hier in Europa käme nicht in Frage, sage ich mal, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ich möchte Ihnen aber mit einem Beispiel aus dem Urheberrecht dienen. Zu der Frage, kann man das konkret machen? Mir ist aufgefallen, dass auch im Bereich des geistigen Eigentums, dort wo es um Geld geht, weil scheinbar der Traffic über den Access Provider läuft, doch mehr und mehr darüber nachgedacht wird, ob man nicht zu einer urheberrechtlichen Schrankenregelung kommen soll, mit der Maßgabe, dass insbesondere Plattformbetreiber, das sind ja diejenigen, welche hier an der Stelle überhaupt erst in der Lage sind, den entsprechenden Traffic zu vermitteln. Der Content ist zwar the king, ja,
Und ohne Content ist wahrscheinlich, wie heißt das, Conking, genau das Gegenteil. Aber wichtig ist, dass der Access Provider derjenige ist, der den Traffic auch kontrollieren kann. Nun mag das einseitig sein. Man kann sagen, was? Herr Flexig, Sie sind ja berühmt wegen dieser Kultur-Flatrate oder Flatrate, die Sie da, das ist ja unmöglich, die Enteignung des Urhebers. Der Bundesgerichtshof hatte schon mehrfach entschieden, dass zum Schutze des Urhebers die Schrankenbestimmungen noch unter Ihrer Ägide, Frau Leutersen-Schnarrenberger, Pressespiegelvergütung, nenne ich mal als Beispiel, zum Schutze des Urhebers so gehandelt werden muss, dass wir bestimmte absolute Verwertungsrechtsdurchsetzungen einschränken müssen. Tonbandgerätevergütung in den 50er Jahren war gar nicht anders möglich, als hier einen gesetzlichen Vergütungsanspruch über die Schrankenbestimmungen einzuführen. Warum soll man nicht auch hier den Access Provider verstärkt an die Kandare nehmen, als Beispiel nur, verbunden auf der einen Seite die gesetzliche Regelung, gut, ich weiß auch nicht genau, wer jetzt als Plattform in Frage kommt und da muss, wird man drüber nachdenken müssen und unter welchen Bedingungen, Verteilungsregelungen etc. Alles Probleme damit, ja, aber macht man das nicht, kriegt der Urheber Zero. Daneben könnte man mit einer gesetzlichen Wahrnehmungsgesellschaftenpflicht noch Mikrolizenzen oder sowas Ähnliches einführen und sagen, derjenige, der hier was nutzen will, soll sich dann gefälligst an die Verwertungsgesellschaft wenden. Und ich denke, hier geht es nämlich ums Geld, Ausrufungszeichen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, beim Datenschutz bin ich völlig bei Ihnen. Interessiert salopp, schwäbisch keine Sau, man dreht sich rum, ich habe da nichts getan. Und später wird man bei allem verfolgt, bei der Krankenkasse, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung etc. pp. Deshalb meine Überlegung, genau das, was Sie alle hier gesagt haben am Tisch, wir brauchen eine gesetzliche Regelung unbedingt und das möglichst gestern. Als ich vor 7 oder 8 Jahren die Flatrate ins Spiel gebracht habe, habe ich mich absolut unmöglich gemacht. Genauso wie ich vor vielen, vielen Jahren dafür war, dass man eine Regelung, eine Bestimmung einführen müsse, wonach der Verleger ordentlich gesetzlich beteiligt wird, respektive eine Vergütung bekommt. Vor 2 Wochen hat der EuGH entschieden, der Verleger ist nicht wahrnehmungsberechtigt im Rahmen der Informationsgesellschaft und jetzt ist plötzlich ein Desaster eingetreten, ein Totalschaden. Weil man erkannt hat, der Urheber alleine wird hier vergütet. Nur da hört nur keiner drauf. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Ergebnis dieser Sitzung, dieses Symposiums hier ist, festzustellen, dass wir eine gesetzliche Regelung brauchen, begleitet sehr wohl von Möglichkeiten auch individueller, einzelvertraglicher oder gesamtvertraglicher Bestimmungen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man dann jemand den Hahn abdreht und sagt, du darfst hier nicht reinkommen, ich sage jetzt mal nicht nach Bayern, nicht nach Deutschland, aber nach Europa, dann wird das Google auch spüren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Flexi. Ich möchte noch auf die fortgeschrittene Zeit aufmerksam machen und dass es gleich bei einem Come-Together draußen im Foyer auch nochmal die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Vielen Dank. Michael Schneider vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Ich bin hier aus Hamburg angereist mit einer großen Frage, einer Hoffnung, dass ich etwas mehr mitnehmen kann. Und mir kommt diese Diskussion, die wir gerade gehört haben und verfolgen konnten, ein wenig zu kurz. Ich habe eigentlich die Frage mitgenommen, und die bei dieser Veranstaltung ging, brauchen wir eine Ethik für die Algorithmen? Und diese Diskussion hat gerade, glaube ich, einen ganz anderen Schwerpunkt bekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich möchte 2 Beispiele geben und dann einfach nur die Frage nochmal wiederholen. Beispiel Finanzindustrie. Es gibt ganz viele Scoring-Modelle. Wir haben heute schon die Realität, dass Algorithmen konkret massiv in unser Leben eindringen, indem wir zum Beispiel Kreditentscheidungen der Schufa überlassen. Brauche ich nicht weiter zu erörtern, ist bekannt und ist ein krasser Eingriff eigentlich in die Entscheidungsfreiheit selbst von Finanzmenschen. Zweites Beispiel, dass wir Prognosemodelle haben, wo auch Frau Hofstetter sehr viel dazu sagen können, bei dieser ethischen Diskussion, dass Prognosemodelle Verhaltensprognosen darstellen, die selbst heute in dem Onlinehandel bei Amazon dazu führen, dass man das zukünftige Bestellverhalten auf Produkte schon runterrechnen möchte und die Produkte in der Nähe des Empfängers, des zukünftigen Empfängers schon vorlagert, um die ganzen Logistikkosten zu sparen. Also es sind harte Geschäftsmodelle dahinter, die die Programmierer dazu bringen, genau diese Dinge zu erfüllen. Da
existieren keine ethischen Grundsätze. Da gibt es Zielvorgaben, dass das programmiert werden muss. Und ich glaube, wir brauchen hier auch eine Art des Lernens, dass wir diese Diskussion auch in diese ethische Richtung mehr in der Öffentlichkeit diskutieren. Und ich hoffe, da könnte ich noch ein bisschen was dazu hören. Da sind wir aber, glaube ich, genau auf einer Linie. Also es ist ja nicht nur, dass wir herausgearbeitet haben, wir brauchen Gesetze, wir brauchen hartes Recht, sondern gerade Frau Grimm hat ja darauf hingewiesen, dass wir auch mehr Privatheitstechnik, Algorithmen, Kompetenz, wie auch immer Sie das nennen wollen, brauchen. Dazu brauchen wir die Schulen, wir brauchen Veranstaltungen an Hochschulen zur Netzpolitik, das heißt, wir müssen natürlich auf mehreren Ebenen arbeiten, aber ich glaube, das haben wir auch anders gar nicht, oder war zumindest unsere Hoffnung, dass nicht anders. Also ich denke, was ja doch, so habe ich es heute verstanden in vielen Beiträgen, dass es sich hier nicht um irgendeine technische Entwicklung handelt, die halt immer wieder noch mal ein bisschen sich verändert und was bietet und sonst nicht Auswirkungen hat, sondern dass wir es hier mit einer Entwicklung zu tun haben, die halt anders ist, als es teilweise früher bei auf ganz bestimmte Bereiche begrenzte technische Vereinfachungen, die nicht diese Auswirkungen hatten auf Verhaltensweisen und damit auf ethische und moralische Vorstellungen. Und das natürlich dass ein Bereich ist, der gerade davon lebt, dass das auch im öffentlichen Diskurs ist. Denn natürlich müssen Sie, wir haben ja eine wertegebundene Ordnung, das ist das Grundgesetz, natürlich muss man die Werte, wir haben von Menschenwürde heute gesprochen, auch von anderen Werten, die da mit niedergeschrieben sind, aber ja natürlich, weil sie vorhanden sind und mehr sind, die sich auch wiederfinden müssen, aber da bedarf es eben mehr, als dass wir jetzt auch gewisse Anforderungen als Gesetzgeber aufstellen, die sich auf die Gestaltung der Technik auswirkt. Das ist ja das, was ich mit Systemdatenschutz dann meine. Das ist ja sehr viel mehr als jetzt irgendeine Form von Datenschutz. Aber dass das alles nichts in meinen Augen nicht weit genug geht, sondern wir müssen ganz früh viel interdisziplinärer ansetzen. Also wir haben hier eine Entwicklung und es kommen ja permanent neue Aspekte dazu, die wirklich interdisziplinär geprägt sein muss von Moralethikern, von Philosophen, von Juristen, von Technikern, dann von denen, die die sozialen Verflechtungen, die Kompetenzen sehen. Also wirklich die verschiedensten Richtungen, denn wenn wir das selbstfahrende Auto bekommen, da muss ja irgendwo die Technik sich mit hochethischen und moralischen Fragen auseinandersetzen. Wie verhält sich ein Auto, das nicht mehr von Menschen gesteuert wird, sondern die Technik alles macht? Wann bremst die wie mit, was weiß ich, da kommt ein Kind und dann kommt eine behinderte Dame und wo wird wie gebremst? Wie verhält sich? Das muss ich doch jetzt anfangen, wenn ich die Technik entwickle. Da kann ich doch nicht hinterher sagen, aha, da habe ich jetzt noch irgendwas so mit Menschenwürde. Das darf ja nicht sein, dass da ein Kind überfahren wird. Das muss ich nochmal neu anfangen. Das muss von Anfang an müssen diese Dinge dabei sein und das wird auch eine gewisse Begrenztheit wahrscheinlich dessen aufzeigen, was Technik dann in der Lage sein wird zu leisten. Vielleicht kann man noch ergänzen, dass es im Grunde genommen natürlich Ethik der Algorithmen immer auch heißt, eigentlich eine wissenschaftliche Beschäftigung damit, weil Algorithmen selbst sind ja amoralisch, beziehungsweise die haben keine Moral und sie haben kein Gewissen. Insofern ist Algorithmus sozusagen etwas, was eigentlich ganz gut reinpasst, auch wieder unter dem Gesichtspunkt der Ökonomisierung. Ich glaube, wir haben schon so eine Art neue Religion und diese neue Religion ist auch ein Stück weit diese stark an Zahlen und Quantifizierung orientierte sogenannte Realität der Wahrscheinlichkeit. Das ist natürlich nochmal eine Diskussion, glaube ich, die man vielleicht einfach nochmal fortsetzen müsste, weil sie natürlich auch zurzeit in dieser ganzen Thematik der Vorhersagen eine große Rolle spielt. Wir glauben dran, dass Zahlen uns sowas wie Realität vorhersagen können. Das ist schon mal eine grundsätzliche, würde ich sagen, falsche Ideologie. Aber es hat im Kontext auch der starken Ökonomisierung, die wir ja jetzt seit Jahrzehnten erleben, immer noch eine sehr hohe Überzeugungskraft. Das, was wir, glaube ich, heute schon gemacht haben, das sehe ich schon in diesem Bezug auch unter der Frage der Verantwortung, auch nochmal zu überlegen, was sind denn sozusagen systemisch gedacht die Aspekte, die hier in diese Thematik der Algorithmen mit hineinführen. Und systemisch gedacht ist natürlich die Frage der
Gesetze, Regularien, normativen Ebene ein ganz wichtiger Punkt. Was wir vielleicht nur bedingt angesprochen haben, ist die Frage nach einem Ethos, nach einer Haltung. Die Frage aber steht bei mir sehr stark mit dem Thema Privatheitskompetenz in Verbindung. Denn welche Haltung habe ich denn als Nutzer? Diese Frage muss ich mir natürlich jeden Tag stellen. Aber das ist was, wo ich wieder die Medienethik sehr stark auch in der Praxis, in der anwendungsbezogenen Arbeit sehe, um eben auch über eine Reflexion dahin zu kommen, ja, was ist eigentlich meine Haltung dazu, wie stehe ich dazu und will ich sowas eigentlich wie Selbstbestimmung und Autonomie haben? Denn darum geht es. Bloß Autonomie und Selbstbestimmung klingt heute so unsexy, da können Sie kaum mehr mit jemandem wirklich zumindest in der Breite sprechen. Aber vielleicht andere Aspekte im Sinne von, was wäre denn ein glückliches Leben im Internet, da haben Sie auch wieder eine ethische Dimension, also über diese Wertefrage, da kommt man, glaube ich, am ehesten an das ran, wenn das die Frage war. Vielleicht mit Blick auf die Zeit, Uhr. Wir haben schon erheblich überzogen, was grundsätzlich ja, noch in Ordnung ist, aber vielleicht jetzt die letzten zwei Statements in der gebotenen Kürze. Vielleicht eine letzte Anmerkung, Sie hatten sich schon vor einer Weile gemeldet. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, vielen Dank. Sebastian Schweder vom Institut für Europäisches Medienrecht. Ich mache es dann auch ganz kurz. Würde gerne nochmal auf diesen Regulierungsaspekt zurückkommen und die Frage, auf welcher Ebene soll denn das stattfinden? Wir haben jetzt gehört, die europäische Ebene wäre dafür wahrscheinlich die geeignetste. Ich darf daran erinnern, dass es natürlich auch, und vielleicht auch mit Blick auf den Weltstaat, der heute Morgen diskutiert worden ist, völkerrechtliche Ansätze gibt, das Ganze zu regulieren. Und vielleicht einfach mal die Frage in die Runde geworfen, kann das möglicherweise die richtige Ebene sein? Und welche Instrumente wären dafür die richtigen, wenn ich an das Thema Multi-Stakeholder-Ansatz denke, wo dann nicht nur der Staat, sondern auch eben die Unternehmen mit am Tisch sitzen, mit gleichberechtigter Stimme, natürlich auch die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft. Ist das möglicherweise der richtige Ansatz oder wo müsste man da noch drehen, um die richtige Regulierung am Ende rauszubekommen? Also realistisch sage ich jetzt einmal, ich sehe im Moment zuallererst die europäische Ebene, die ja eine Wirkung über die europäische Region hinaus entfaltet, durch verschiedene Instrumente, die es da gibt, Marktortprinzip. Wer einen europäischen Markt bedient, hat sich ans europäische Recht zu halten, egal wo er hockt. So, also damit habe ich aber natürlich noch nicht Australier, Neuseeländer und Kanadier damit erfasst. Aber ich halte das im Moment für die handlungsfähigste Ebene, die auch ein Ergebnis produzieren kann. Auch wenn man noch mehr machen muss und Baustellen und so sind und vernetzt, okay, aber die halte ich im Moment für die wirklich auch liefern kann. Natürlich wäre rein theoretisch international wunderbar ein Abkommen oder die Weiterentwicklung des internationalen Paktes für bürgerliche Rechte, Artikel 17, glaube ich, ist so der allgemein, wo mal Persönlichkeitsrecht auftaucht, da könnte man Zusatzprotokoll machen, das sind ja die Mechanismen, ist ja auch angestoßen, ist schon mal eine Debatte gewesen in der UN-Vollversammlung. Das dauert Jahrzehnte und ich sage Ihnen ganz ehrlich, aufgrund der total unterschiedlichen Kulturen und Interessen und auch Interessen, die ja sehr massiv durchgesetzt werden, glaube ich, in einer gleichberechtigten großen Runde mit den jetzt hier sogenannten Internetgiganten, wo ist denn der Nutzer? Ist der auch ein Gigant? Das ist eigentlich der Gigant, nämlich Milliarden, die diese Dinge nutzen. Sitzt der dann über ICANN oder wie auch immer, ist der dann dabei mit ihrer Selbstregulierung? Ist ja gut, dass es das gibt, so als kleine demokratische Einheit, aber da findet sich der Nutzer schon mal gar nicht wieder. Und es sind natürlich so unterschiedliche strategische, standortwirtschaftliche, geopolitische Aspekte dabei, dass ich ganz ehrlich in eine Realisierung eines internationalen Abkommens, ich glaube, das wäre es dann, nur eine UN-Resolution würde das wohl nicht erfassen können, aber eines internationalen Abkommens, also das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie das einigermaßen mit Ergebnissen dann auch produziert werden kann. Und wenn Sie nur sehen, mit was für ACTA-Abkommen, jetzt Debatte TTIP öffentlich, so etwas mit Auswirkungen für jeden Nutzer, mit einem Potenzial, das
unglaublich ist. Das sehe ich allein schon aufgrund der nicht ausreichenden Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. Ich sehe es nicht, wie das funktionieren sollte. Von vornherein eigentlich eher zum Scheitern verurteilt. Da wünsche ich mir lieber erstmal einen breiteren Diskurs, dass man eine bessere Grundlage hat, um dann vielleicht mal an so etwas zu denken, aber nicht als etwas, was jetzt anfangen sollte. Und Herr Schweder, ich glaube, man könnte hier sogar eine algorithmische, eine mathematische Antwort geben. Wenn Sie überlegen, die Datenschutzgrundverordnung, angefangen hat man 2012, 2013, die wird in Kraft treten 2018. Merken Sie sich, wie viele Jahre das sind? Das sind 28 Mitgliedstaaten, die sich hier einigen müssen. Unter dem Dach der Vereinten Nationen haben Sie 192, jetzt können Sie rechnen, wie lange es dauert, bis wir da etwas China bekommen. Die mal kurz abschalten. So, mit Blick, genau. Mit Blick auf die Uhr. Herr Ukrow, versprochen, ganz kurz. Ganz kurz. Mit Blick auf ein Lied von Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder. Wir haben vor ungefähr 20 Jahren das Wunder von Bad Neuenahr erlebt im Bereich der Medienszenerie. Gut. Wo es halt eben nach relativ langer, damaliger Verhältnisse, langer Debatte, das waren glaube ich 4 Jahre, halt eben dann gelungen ist, sowohl im Bereich des privaten Sektors halt eben eine Reform des Modells der Sicherung von Meinungsvielfalt zu erreichen, als auch eine Fortentwicklung im öffentlich-rechtlichen System. Ich glaube, nach 20 Jahren wäre eigentlich ein Wunder auch mal wieder ganz schön, bei dem nicht nur der öffentlich-rechtliche Sektor halt eben von der Medienpolitik in den Blick genommen wird, sondern die Gesamtszenerie halt mal nochmal vernünftig nicht nur betrachtet wird, sondern auch einer sachangemessenen Regulierung zugeführt wird. Vielen Dank, Herr Ucho, das war ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Denn, meine Damen und Herren, es wartet auf Sie sowohl rheinhessischer Wein als auch das ein oder andere darüber hinaus. Ich darf mich zunächst mal ganz herzlich hier bei den Diskutantinnen und Diskutanten bedanken für dieses Podium. Ich hoffe, die Veranstaltung hat Ihnen auch insgesamt gefallen. Wir haben versucht, das Ganze interdisziplinär zu gestalten, auch Studierende einzubinden. Ich hoffe jedenfalls, das ist uns gelungen. Mir bleibt an dieser Stelle zunächst noch vielen Dank zu sagen, nicht nur an das EMR und die alle vom Institut, die heute hier waren, Frau Neef, Frau Henning, Herr Schöberl, Frau Stephan, die das alles möglich gemacht haben. Vielen Dank. Und Sie alle lade ich ein auf einen Schluck Wein vorne im Foyer. Vielen Dank.